Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raven. So, ich habe schon mal den Weg hierher gemacht, weil auf dem Weg ist ja sowieso nichts mehr. Keine Gegner und ähnliches. Ich habe ein paar Pflanzen eingesammelt, die aber auch keine größere Bedeutung haben. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt ins Banditenlager. Ich würde sagen, wir sind schon weit genug von den Wassermagiern entfernt, dass wir uns mal umziehen können. Auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt, dass diese Rüstung sehr, sehr schwach ist. Und ich habe es ehrlich gesagt doch anders in Erinnerung. Aber gut, vielleicht bekommen wir ja im Lager neuere Rüstungen, die auch ein bisschen besser sind. Unsere neue Waffe, der Rapier, ist natürlich auch dabei. Auch wenn es ein gutes Stück Arbeit war, den anlegen zu können. Also von daher freue ich mich doch schon sehr auf die Abschnitte, die jetzt kommen. Und natürlich werden wir in dieser Folge erstmal reden, reden und nochmal reden. Wir werden uns quasi das Hirn rausquatschen. So, ich packe schon mal meine Waffe weg. Sehr gut. So. Ich bin jetzt ein Kollege von euch. Hallo. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein willst, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Du meinst Wache stehen? Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Ich hätte ein paar Ideen. Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Gut. Was hat der andere zu sagen? Gar nichts, weil er nur ein Bandit ist. Gut, diese Frage können wir wahrscheinlich jedem da drin stellen. Gehen wir erstmal weiter. Ich gehe davon aus, dass ich hier die Sumpfhaie irgendwann mal bekämpfen muss für Franco, damit wir da reinkommen in die Mine. Miguel. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkung und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Hallo, Typ mit Diegos Stimme. Wie geht's dir denn? Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Okay. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Klingt natürlich so, wie es üblicherweise auch ist. Jetzt wissen wir endlich mal, warum Ignaz so ein bisschen verwirrt ist, ne? Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. Ja, halt ruhig die Klappe. Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden.
Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Okay, also handeln können wir wenigstens bei dir. Zwei Goldbrocken hat er. Aber ansonsten auch keine Tränke, die mich jetzt besonders interessieren würden. Der hier ist zwar sehr interessant, aber den brauchen wir eigentlich nie. Außer vielleicht ganz, ganz, ganz am Schluss. Gut, also bist du erstmal nutzlos für uns. Feldknöterich. Moment, ich bin auch von da gekommen, ne? Hier ist ja noch was. Oh, und ein Pilz. Leider nur Butlerfleisch, aber ja, von mir aus auch das. So, was haben wir hier noch? Eine Höhle. Ach, stimmt. Ich hatte das gar nicht mehr so alles im Blick. Jetzt kommt langsam die Erinnerung wieder. Ich war hier nämlich echt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. In der Realzeit jetzt, meine ich. Hallo. Logan. Hey, du. Schau an. Ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Kommt drauf an. Wobei brauchst du denn Hilfe? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Na, aber bitte. Bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Okay, verstehe ich so, ja. Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager? Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpf halt. Stattdessen haben sie Schnaps und Gold. So viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Eine Frau? Okay. Ja. Zeig mir, wie ich Tiere ausnehmen kann. Wenn du was über Blutfliegen wissen willst, geh zu Edgar. Der Mann hat Ahnung davon. Und wenn du Sumpfhaie oder Echsen ausnehmen willst, musst du wissen, wie du Felle und Zähne reißen kannst. Das kann ich dir zeigen. Moment. Ich will lernen. Zähne reißen, okay. Ich komme. Ja, lauf du nur weg. Ich werde hier stehen und alles aufhalten, was zu dich drankommt. Ja, entschuldige mal, ich will vorher erstmal speichern, bevor ich mit dir hier irgendwelche Jagdquests mache. Außerdem will ich wissen, was da in der Höhle drin ist. Das sieht jetzt nicht so einladend aus hier. Was ist denn mit dir los? Tom, warum sitzt du denn hier im Dunkeln rum, sag mal? Warte mal, ich mach mal eine Fackel an. So, erzähl mal. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Okay. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Ist ja auch total interessant. Okay, da gibt's scheinbar im Lager schon irgendwelche Querelen.
Das ist natürlich sehr interessant zu erfahren. Das heißt, dass nicht unbedingt die Banditen schuld daran sind, sondern es ist vielleicht nur ein, zwei Personen, die hier durchgedreht sind und die Beziehung mit den Piraten total versaut haben. So. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, wir gehen mal auf Sumpfhaijagd. Ich speichere dafür nochmal. So. Können wir? Lass uns die Sumpfhaie angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf einen Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Das war extrem laut irgendwie gerade. Die waren wahrscheinlich alle gleichzeitig geplaced. Bist du wohl... Die sind schon extrem widerstandsfähig, ne? Ja, die halten ein bisschen was aus. Wie er auch immer weiter nach hinten geht, ne? Na komm. Autsch. Nur tote Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Okay, ich hatte mir die Sumpfhaie so ein bisschen schlimmer vorgestellt. Die hätte ich jetzt auch alleine klein gekriegt, hätte halt nur ein bisschen gedauert. Aber, ja, ich dachte, die ziehen mir ein bisschen mehr ab, vor allem mit dieser mickrigen Rüstung, die ich gerade trage. Ach, ich freue mich schon auf die nächste. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich hier tatsächlich im Lager irgendwann mir eine neue Rüstung verdienen kann. So. Die restlichen Sumpfhaie lasse ich erstmal in Ruhe, für den Fall, dass ich irgendwann mal Sumpfhaizähne brauche. Das weiß ich jetzt nämlich nicht, ob das irgendwann der Fall war, beziehungsweise sein wird. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Lager. Ins Lager kommen wir wahrscheinlich sowieso noch nicht, aber wir können zumindest nur mal in die Nähe gehen und hier dann zum Fliegen. Ach nee, die lassen wir auch erstmal in Ruhe, ich will erstmal ein bisschen quatschen. Die Story stand ja ziemlich lange still, also müssen wir sie erstmal ein bisschen vorantreiben. Ah, also geht's auch. Hier geht's auch schon wieder los. Haben wir hier irgendwas? Sieht auf jeden Fall ziemlich trist hier unten aus. Gut, aber wie es jetzt hier weitergeht, und das hier wird wahrscheinlich Franco sein, wie es jetzt hier unten weitergeht, das werden wir aber erst in der nächsten Folge erfahren. Ich bin jetzt hundsgemein. Ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Also bis dahin, ciao.